Sie stehen nicht in den Geschichtsbüchern und Straßen oder Schulen werden auch nicht nach ihnen benannt. Die revolutionären Frauen von 1848 haben zwar Namen, doch die kennt heute kaum jemand. In Leipzig allerdings ist das anders, denn da ist in der Unibibliothek zurzeit eine kleine Ausstellung zu sehen und da kann man den Frauen sogar in die Gesichter schauen. Wir haben also jetzt erstmal schon alleine im Bild 22 Frauen darstellen können und haben dann noch etwa für 40 Frauen Angaben zu ihrem Wirken in der Revolution von 48, 49 bis hin 50, 51 auftreiben oder erforschen und darstellen können. Johanna Ludwig von der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig. Menschen für Frauen, Frauen für Menschenrechte ist ihre Ausstellung überschrieben und deutet damit darauf hin, dass es keineswegs nur ein paar Frauen waren, die sich damals schon zusammenschlossen. Luise Otto Peters ist zweifellos die bekannteste von ihnen und 1848 wohl auch die geistige Vorkämpferin. Jedenfalls zeugt ihre Adresse eines Mädchens, frauenpolitische Forderungen sozusagen, nicht nur vom Mut der damals 30-Jährigen, auch von ihrer Weitsicht, wenn sie sinngemäß mahnt, meine Herren, wenn sie sich mit der großen Aufgabe unserer Zeit, mit der Organisation der Arbeit beschäftigen, so wollen sie die Frauen nicht vergessen. 150 Jahre später, also heute, begründet denn auch eine Konferenzteilnehmerin ihr Kommen so. Die Frauen von vor über 100 Jahren, die waren in ihren Argumentationen oftmals schon weiter als die Frauen von heute, weil ich finde, die Frauen von heute sind sehr still und lassen sich auch ziemlich viel gefallen. Und aus dieser Schweigsamkeit möchte ich persönlich auch heraus. Und deshalb schaue ich, was haben meine Vorfahren gemacht. Sie bauten Barrikaden, schrieben Flugblätter, stickten Fahnen, diskutierten in Frauenclubs, pflegten die Verwundeten, waren Kuriere und wurden steckbrieflich gesucht. Sie übten sich in Emanzipation und wussten nicht, dass es vor ihnen auch schon Kämpferinnen gab. Olympe de Gouges, die 1791 bereits die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin verfasste. Die ersten und bis heute gültigen universalen Menschenrechte, für die sie 2 Jahre später hingerichtet wurde. Dr. Hannelore Schröder, Frauenforscherin an der Uni in Amsterdam. Dieses Dokument ist nach ihrem Tode, es ist einfach verschwunden. Die Niederschlagung der Frauen durch den Terror war so enorm, dass über Jahrzehnte sie sich nicht davon erholt haben. Es gibt 1830 dann wieder Frauenaktivitäten, aber man weiß nichts mehr von der Situation, nichts von Olympe de Gouges. Sie beginnen von vorn, so wie die jetzige, die neue deutsche Frauenbewegung vor 30 Jahren auch wieder am Anfang zu stehen schien und ihre Traditionen nicht kannte, nichts wusste von dem damals revolutionären und heute noch immer oder wieder aktuellem Gedankengut der Luise Otto Peters, einer Vielzahl von Schriften zur Erwerbsarbeit zum Beispiel. Das halte ich für diese Zeit und für Sie als autodidaktische Schriftstellerin halte ich für ein revolutionäres Buch. Darin erfahren wir mehr über Frauenelend als bei Herrn Marx oder anderen ökonomisch-theoretischen Größen. Die revolutionäre Situation verlieh auch den Frauen ein bis dahin völlig ungewohntes Selbstbewusstsein, verbunden mit einem schonungslosen Blick auf ihre soziale Rolle und ihre politischen Rechte. Sie organisierten sich und schufen sich ihre eigenen Zeitschriften. Sie wurden aufmüpfig und wurden verhöhnt dafür, lächerlich gemacht und nach der revolutionären Zeit zensiert und gehetzt und eingeschüchtert. Nur auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, weshalb Luise Otto Peters in ihren politischen Forderungen leiser wurde. Sie kämpfte für das aktive Wahlrecht für Frauen, verzichtete auf das passive. Weil die Situation politisch so hoffnungslos war, dass man Wahlrecht für Frauen 1870 nicht durchsetzen konnte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man unter dem enormen antifeministischen Druck der Umgebung ein großes Anliegen zurückhaltend formuliert. Vielleicht ist es auch nötig, dass man taktisch vorsichtig zu Werk geht, damit Frauen, die gerade erst anfangen nachzudenken, dass die mitgezogen werden können und dass die nicht vor Schreck, mein Gott, das ist so radikal, was sagt mein Mann, mein Vater und so weiter, gar nicht mehr wagen, sich anzuschließen. Die Geschichte aller Zeiten hat es gelehrt und die heutige ganz besonders, dass diejenigen, welche selbst an ihre Rechte zu denken vergessen, auch vergessen wurden. Das gab Luise Otto Peters 1848 den Frauen mit auf den Weg. Und es ist passend bis heute.